Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu 0511 TV Lokal, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover am Dienstagabend. Und diese Themen, die haben wir heute für Sie bei uns in der Sendung vorbereitet. Jubiläumsfeier. Industrieclub Hannover feiert 125-jähriges Bestehen. Schulen auf S-Kurs für eine bessere Mittagessenversorgung in Bildungseinrichtungen. Und Einweihung eines Berufsinformationsbüros. Erfolgreicher Start für die berufliche Zukunft. Die Industrie in Hannover, die hat Tradition. Conti, VW, Warta, um nur einige zu nennen. Diese Tradition, die bündelt sich im Industrieclub von Hannover. Und der ist jetzt 125 Jahre alt geworden. Bianca Bindbeutel berichtet. Der Industrieclub Hannover gehört zu den traditionsreichen Businessclubs in Deutschland. Im Jahr 1887 als Fabrikantenverein in Linden gegründet, nimmt er noch heute die Interessen seiner Mitgliedsfirmen wahr. Mittlerweile vernetzen sich 222 Unternehmen in dem Verein. Zum 125-jährigen Jubiläum gab es gestern eine Wirtschaftskonferenz im Haus der Kultur. Hannover ohne Industrie wäre nicht das Hannover, was es heute ist. Das spiegelt sich auch in unserer Mitgliederstruktur wider. Waren es zu Anfang ausschließlich Unternehmen, die dem industriellen Sektor zuzuordnen sind, sind heute etwa die Hälfte unserer Unternehmen in nachgelagerten Bereichen tätig. Dienstleistung, Kommunikation, Beratung, all das, was sich um Industrie herum entwickelt hat. Zur abendlichen Festveranstaltung im Niedersächsischen Landesmuseum kamen mehr als 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, darunter Ministerpräsident David McAllister und Hannovers Oberbürgermeister Stefan Weil. Für ihn repräsentiert der Club ein Stück Industriegeschichte. Es gibt vieles, was eine Stadt mit ihrer Wirtschaft zu besprechen hat. Und da tut es gut, wenn man weiß, es gibt eine Vereinigung, wo man verlässliche Ansprechpartner hat, die ein Netzwerk bilden. Und da kann man vieles ganz unter der Decke, friedlich und informell miteinander besprechen, was hinterher sehr viele Früchte tragen wird. Jetzt will der Industrieclub die Region Hannover mit einem neuen Projekt ökonomisch und gesellschaftlich weiterentwickeln. In Kooperation mit einem Studentenmagazin betreibt er das Internetportal Karriere in Hannover. Die Homepage soll Studierende aus der Landeshauptstadt bei ihrer Berufswahl mit Unternehmen aus der Region zusammenführen.